Hallo, mein Name ist Ilga Pullmann und du hörst hier den Frei-Essen-Podcast. Ich bin Coach für emotionales Essen und Zuckersucht und ich berichte hier über meine Erfahrungen zu diesen Themen. Herzlich willkommen. Hi, schön, dass du wieder dabei bist. Heute sieht der Podcast ein bisschen anders aus, denn ich habe einen Gast eingeladen. Ich dachte mir, ach, lass uns doch mal ein bisschen über dieses Thema sprechen. Ich muss ja nicht immer alleine hier vorm Mikro sitzen. Mein Gast heute ist Juliane Fuhl. Sie ist schon eine ganze Weile mit auf dem Weg, hat das Endlich-Zuckerfrei-Programm besucht, ist dann ins Endlich-Frei-Essen-Programm gekommen und arbeitet auch in einem Einzelcoaching mit mir. Und ihr Prozess ist ganz schön, ja, ist ein gutes Beispiel dafür, wie sich das Leben verändern kann, wenn man die Dinge aus dem Weg räumt, die einem im Weg stehen, die einen davon abhalten, das Leben zu führen, was man eigentlich führen möchte. Das ist das, was passiert, wenn man anfängt zu verstehen, dass es gar nicht ums Essen geht. Dass es nicht darum geht, bestimmte Ernährungsregeln zu erlernen und auf bestimmte Lebensmittel zu verzichten, sondern wenn man versteht, dass man vom Kopf ins Herz kommt und vom Herz aus entscheiden kann. Und ja, das kann man an Julianes Geschichte schön nachvollziehen. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Gespräch. Hallo Juliane, schön, dass du da bist. Ja, hallo Ilga. Schön. Ich würde mich mit dir gerne mal unterhalten über deinen Weg mit meinem Programm und mit meinem Angebot. Wir gehen ja schon eine ganze Weile den Weg zusammen. Ja. Und du hast ja damals mit dem Endlich-Zuckerfrei-Programm angefangen. Und fangen wir mal ganz vorne an. Wie ging es dir eigentlich vorher? Wie hast du mich gefunden? Und was hat dich dazu gebracht, an dem Endlich-Zuckerfrei-Kurs teilzunehmen? Ja, also auf jeden Fall habe ich 2019, ich meine im Februar mit deinem Zuckerfrei-Programm gestartet, mit dem Intensivprogramm. 2019, ja. Und ich wusste ja, dass du mich diese Frage fragst und habe auch schon so überlegt, ja, wie habe ich dich eigentlich gefunden? Ich weiß es tatsächlich nicht mehr. Das muss irgendwie durch Zufall gewesen sein. Durch Zufall. Zwinker, zwinker. Also, da sind übrigens fast die, also das ist ein Großteil der Frauen, die zu mir kommen, die sagen, irgendwie habe ich dich durch Zufall gefunden. Ja, irgendwo im Internet, also im Internet auf jeden Fall und dann war es einfach so. Ich glaube ja nicht mehr dran, an Zufälle. ja, auf jeden Fall war es so, dass ich natürlich schon so ein bisschen in diesem Zuckerbereich unterwegs war. Also ich hatte schon den Industriezucker ziemlich aus meiner Ernährung gestrichen, aber dafür waren noch so Trockenfrüchte so präsent und Ersatzzucker und so weiter. Und ich habe halt gemerkt, boah, ey, so richtig entspannt ist das mit den Süßigkeiten nicht und wollte da dann noch ein bisschen rangehen. Ja, und dann bin ich auf dein Zuckerfrei-Programm gestoßen und hatte einfach total Lust, das mitzumachen. Also ich hatte so Lust auszuprobieren, was passiert, wenn ich jetzt wirklich mal komplett allen Zucker weglasse. Was macht das mit mir und meinem Leben? Also ja, und deswegen. Ja, was hat das gemacht? Was das gemacht hat? Ja, also auf körperlicher Ebene ist eine unheimliche Ruhe in meinen Körper eingezogen. Also es war zum ersten Mal so, dass ich wirklich richtig Sättigung empfunden habe. Ich war einfach satt. Vorher war das so, dass ich irgendwie immer noch was brauchte, immer noch auf der Suche war nach irgendwas. Und da war ich das erste Mal richtig gesättigt. Und das auch über mehrere Stunden. Also 4 bis 6 Stunden oder auch 6 Stunden so ohne Essen war dann wirklich gar kein Problem mehr. Also ich habe mich auf allen Ebenen genährt gefühlt im Körper. Und das kriege ich vorher gar nicht, dass sich Essen so anfühlen kann. Also vorher war es oft, ich war irgendwie voll, aber nicht satt. Das war der große Unterschied. Genau. Ja, stimmt. Darüber haben wir auch mal gesprochen, dass du gar nicht genau wusstest, was satt ist, so, ne? Ja, stimmt. Ich erinnere mich, ich habe ja in der Facebook-Gruppe auch einmal auch die anderen Frauen gefragt, wie fühlt sich eigentlich satt sein für euch an? Ja, ich wusste das einfach gar nicht. Also und vor allen Dingen hat mein Kopf ja auch so oft entschieden, wann ich denn satt zu sein habe. Also der Kopf. Genau, du hast vom Kopf entschieden und nicht vom also mit deinem Körper, mit deinem Gefühl. Genau, und jetzt fühle ich, wann ich satt bin. Ja. Also brauche ich gar nicht drüber nachdenken. Und ich fühle es auch ziemlich präzise. Also so, dass ich so merke, wenn da nur noch ein Rest auf meinem Teller ist, nee, ich bin jetzt trotzdem satt, ich will das nicht mehr. Und das sagt mein Körper. Und das kannte ich vorher gar nicht, dieses Gefühl. Ja, ja, voll cool. Ja, ich finde es auch. Es ist echt so eine Erleichterung. Das ist wirklich echt diese Freiheit, von der ich immer spreche. Also die Zuckerfreiheit und dann, wir gehen ja noch weiter. Also es ist ja dann, wir haben ja noch weiter zusammengearbeitet. Was ist denn, kannst du dich noch dran erinnern? Ich meine, das ist jetzt ein ganz langer Prozess gewesen eigentlich. Was in dem Endlich-Zuckerfrei-Programm so emotional bei dir sich verändert hat?
Ich bin ziemlich schnell, dadurch, dass ich den Zucker weggelassen habe, schon mir selbst näher gekommen. Also, dass ich besser gespürt habe, was ich auch sonst im Leben will. Und dass ich auch gemerkt habe, der Zucker ist nicht das Problem und also dass es weitergefasst ist. Also dass ich dann auch von Zucker auf andere Lebensmittel umgeschwenkt bin, um Schmerz zu betäuben oder um Probleme zu unterdrücken. Das habe ich dann schon gemerkt. Ja. Und das ist ja der Bereich des emotionalen Essens, dass ich dann, dass man auch einfach Essen nutzt, um Gefühle zu unterdrücken. Das habe ich dann schon festgestellt. Und dann bist du ja weitergegangen in die gemeinsamen Zuckerfrei-Bleiben-Gruppe, ne? Die gab's ja damals. In die Dauergruppe, genau. Für die Leute, die zuckerfrei waren, aber sich immer noch nicht so ganz sicher gefühlt haben oder gemerkt haben, okay, sie hängen dann doch emotional länger, mehr dran. Also ja. Es gibt ja ganz viele Leute aus dem Programm, die sind einfach nur aus Gewohnheit an den Zucker gewöhnt. Also aus Gewohnheit, also durch das ständige Essen sind die an den Zucker gewöhnt. Und die machen den Zuckerentzug. Und die schreiben mir dann manchmal 2 Jahre später, Ilga, das hat mein Leben verändert. Ich habe nichts mehr mit Zucker zu tun. Ich esse den einfach nur noch ganz selten. Ich brauche auch keine weitere Hilfe. Und dann der Körper ist dann runter, ne? Der Körper ist einfach runter. Weg vom Zucker und dann ist alles geregelt, fertig. Genau. Gibt es. Ja. Genau. Da sind einige in dem Programm drin, die haben absolut gar keine emotionale Bindung an den Zucker. Also die trösten sich nicht damit, die essen das, weil es lecker schmeckt, aber die lassen es dann einfach. Die lassen es liegen und die haben danach, nach dem Entzug, keine Lust mehr drauf. Und die bleiben dann auch einfach dabei. Also die sehen auch keinen Sinn mehr, zurückzugehen. Und dann gibt es die große Gruppe an Leuten, die halt doch wieder Rückfälle hat und die emotional viel stärker noch am Zucker dranhängen oder überhaupt emotional am Zucker dranhängen. Und die sind damals in das gemeinsam zuckerfrei bleiben Programm rübergerutscht, ne? Wo wir dann einfach länger noch in Kontakt geblieben sind, wo ich häufiger mal eine Mail geschrieben habe mit einem neuen Impuls für euch. Ich glaube, jede Woche war das damals und wir haben uns einmal im Monat getroffen online. Und in die Gruppe bist du ja gegangen, weil du ja anscheinend gemerkt hast, okay, da ist noch ein bisschen was. Und das sind wahrscheinlich das, was du angesprochen hast, dass du einen Schmerz unterdrückst. Genau. Ja, und das fällt mir auch gerade ein, also Zucker war ja trotzdem noch ein Thema für mich. Ich weiß dann noch, nach dem Zuckerentzug das erste Mal wieder Zucker essen. Und also das war einfach alles so aufgebauscht trotzdem noch. Dann, oh Gott, die Party kommt und kann ich an der Party zuckerfrei bleiben? Wo ich jetzt sehe, eigentlich gibt es gar kein Problem. Aber damals war das ein Problem. Also war das, es war für mich irgendwie ein Problem, dann doch wieder Zucker zu konsumieren und dann zu gucken, wie viel darf ich denn auch? Und also schon diese Verwicklung zeigt ja, dass es nicht im Frieden ist. Also ja. Dass da irgendwie noch mehr hintersteckt. Und das war dann auch bei anderem Essen so, dass ich dann halt umgestiegen bin auf mehr Nussmus oder mehr Quark oder sowas, um mich zu beruhigen zum Beispiel. Kaffee. Nein, Kaffee und Schokolade. Kaffee war auch so ein Ding, ne? Ja. Das war mein Ding. Ja. Stimmt. Ja, genau, das war dann auch in der Gruppe, da ist dann das Thema emotionales Essen viel mehr rausgekommen. Also was da eigentlich noch, dass es gar nicht alleine nur um Zucker geht, sondern dass es generell um Essen geht, ne? Mhm. Dass wir, also die Leute, die emotional essen, sich einfach, also bei mir war das damals, ich habe, wenn ich mir verboten habe, Schokolade zu essen, dann habe ich halt einen ganzen Sack Möhren gegessen. Ja. Hauptsache, ich konnte die ganze Zeit kauen und schlucken, ne? Dass ja. Ich die ganze Zeit beschäftigt war, weil so konnte ich mich in meinem Körper halten, so war ich irgendwie geschützt vor den ganzen Kratern, die da drin waren, also die Wunden, die Schmerzen, die aufkommen konnten, weil ich dann ja auch darüber nachdenken konnte, dass ich nicht so viel essen soll. Und aber ich mit den Möhren war das ein bisschen leichter, weil da habe ich dann, ich habe ja da bewertet, Schokolade schlecht, macht dick, Möhren ist gutes Essen, so, ne? Und das, ich habe zwar jedes Mal gemerkt, dass mir nach einem Kilo Möhren, dass es mir nicht gut ging, ja. Aber das schlechte Gewissen war nicht so groß. Ja, weil es ja gesundes Essen war. Ne? Genau, nur dummerweise kam die Schokolade dann danach, weil es mich halt nicht richtig befriedigt hat. Ne? Und so. Es steckt ja dasselbe Muster dahinter. Ob es jetzt, ob man genau. Sich Gedanken darüber macht, oh, ein Kilo Möhren, kann ich das jetzt essen, darf ich das essen oder ist es zu viel oder ob es um die Schokolade geht, ist ja völlig egal, worüber man nachdenkt. Und mir ist jetzt gerade noch eingefallen, ich habe ja dann ganz viel Kaffee getrunken, also mehr als mir gut tat. Teilweise hatte ich auch das Gefühl so, boah, ich habe eine Koffeinvergiftung. Aber ich weiß auch warum, um durchzuhalten. Ich habe so viel immer durchgehalten in meinem Leben und das Koffein hat mich einfach aufgeputscht.
Genau. Ja. Das habe ich dann nach und nach auch erkennen dürfen. Ja. Dürfen. Ja, dürfen. Also ich bin froh, dass ich erkannt habe. Ja. Ja. Gut, und dann haben wir ja langsam angefangen, irgendwann mal zusammen zu klopfen. Ne? Dann kam der erste Termin, den wir gemeinsam gemacht haben in der Einzelsitzung. Und wie war das dann für dich? Ja, also da möchte ich echt nochmal sagen, dass ich hier erst super skeptisch war, weil ich mir vorstellen kann, dass ein paar Leute, die jetzt hier zuhören und vielleicht auch von der Klopftechnik schon gehört haben, aber es noch nicht ausprobiert haben, denken, naja, also da, das ist ja schon so eine kleine Spinnerei. Jedenfalls habe ich das gedacht. Naja, da bist du nicht die Einzige. Also es ist einfach echt abgedreht. Man kann sich ja in unserer Gesellschaft nicht vorstellen, dass man ein paar Punkte am Kopf, also die meisten Leute, die ich davon erzähle, die zeigen mir einen Vogel. Und das ist ja dummerweise auch noch einer der Klopfpunkte neben dem Auge, ne? Da, wo man sich den Vogel zeigt. Also das ist einfach, ich würde sagen, das ist bestimmt 80-90% sind, die erstmal super skeptisch sind, ne? Was aber komplett verständlich ist. Ich meine, die Klopftechnik gibt es erst seit den 70er Jahren. Die ist eigentlich erst so seit 10 Jahren, 15 Jahren vielleicht hier in Deutschland. Vielleicht maximal 20 Jahre, ne? Und jetzt wächst das so langsam und immer mehr Leute bekommen davon Wind, dass es sowas gibt. Aber ich finde, man kann die nicht erklären. Man muss die ja einmal fühlen. Ja. Und deswegen fand ich so gut, einfach auch mal so Einzelstunden, einfach eine Stunde mal zu machen, damit man fühlen kann, was passiert. Weil das ist, ich sage auch immer, wie soll man jemandem einen Orgasmus erklären, der nie einen hatte? Und genauso ist es mit dem Klopfen. Du kannst es nicht erklären, was in deinem Körper passiert. Ne? Ich schätze, es ist mit jeder anderen Technik so. Ich meine, Hypnose ist es ja auch, man fühlt plötzlich eine Verschiebung im Körper. Aber ohne eine Technik, ja, man muss es erfühlen, man kann es sich nicht erdenken. Und Klopfen, also es ist ja eigentlich auch nicht nur Klopfen, also da passiert ja viel mehr. Genau. Fühlen. Also es geht ja darum, alles zu durchfühlen und das Klopfen hilft, dass das schneller gehen kann, dass die Emotionen sich schneller regulieren können. Genau, und das Klopfen hat halt Auswirkungen auf das Gehirn. Das ist halt das Entscheidende. Im Gehirn wird das aktiviert, was den Schmerz hervorruft und das Gefühl quasi. Und wir klopfen und können damit das Gefühl runterfahren sozusagen oder zu Ende fühlen und dann transformieren lassen. Genau, und das ist eine Sache, die muss man fühlen, die kann man halt nicht erklären. Ja, und genauso war es dann auch bei mir. Ich habe erst gedacht, naja, was für eine Spinnerei. Dann ist es zu diesem Termin gekommen und danach war ich so beeindruckt davon und habe ja, also bis heute klopfe ich ja noch mit dir zusammen und habe ja dann auch in dem Endlich-Freiessen-Programm mitgemacht, das ja ganz, also mit der Klopfmethode arbeitet. Ja, also mich hat das total beeindruckt, dass noch nichts hat in meinem Leben so gewirkt und so viel verändert wie das Klopfen, definitiv. Achtung, an dieser Stelle unterbreche ich mal ganz kurz. Juliane spricht von dem Endlich-Frei-Essen-Programm, das zweimal im Jahr startet. Wir gehen immer in der Gruppe gemeinsam los und es ist ein Jahresprogramm und jetzt bald ist es wieder soweit. Also das Programm wird am 20. Juni, am Sonntag wieder starten und wenn du Interesse daran hast, dann kannst du unter diesem Podcast die Infos dazu finden. Und jetzt weiter im Gespräch. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Das weiß ich ja sozusagen. Ja, du hast ja die Veränderung auch mitbekommen. Genau. Ja, ist ja auch kein Einzelfall. Also letztendlich, ich habe noch niemanden erlebt, wo die Klopftechnik nicht funktioniert hat. Ne? Bei manchen zwar ein bisschen langsamer, bei anderen ist die erste Sitzung total krass und stark und großartig, also verändert so einen großen Teil im Leben oder lässt so eine große Blockade aufgehen. Und bei manchen dauert es halt ein bisschen. Aber letztendlich funktioniert eigentlich bei allen. Also diese Punkte scheinen in jedem Körper zu funktionieren. Oder sagen wir mal so, alle Leute, die sich angezogen fühlen von der Klopftechnik, bei denen funktioniert es auch. Ich habe das die Erfahrung gemacht, dass die, oder ich habe den Eindruck, dass Klopfen die Leute ruft. Und die Leute, die es hören, bei denen funktioniert es auch. Mhm. Ich kann natürlich nicht sagen, wie es bei den Leuten ist, die es nicht ausprobieren. Ne? Aber alle, die es irgendwie interessant finden, bei denen hat es funktioniert. Ja, gut. Und jetzt hast du das Programm schon erwähnt, ne? Genau. Wie war das für dich? Also da in dem Programm, Endlich frei essen, klopfen wir ja innerhalb einer Gruppe. Du warst jetzt ja auch eine von denen, die das Programm mit aufgebaut haben. Also die Videos, die bei den
in dem Programm gibt es Videos, wo eine Gruppe bestimmte Probleme beklopft und alle neuen Teilnehmer können sich diese Videos angucken. Aber es ist trotzdem, es ist ein Klopfen innerhalb von einer Gruppe. Also es ist nicht so individuell wie in den Einzelsitzungen. Was hast du da für einen Eindruck gehabt? Also in Bezug auf was dann? Auf das Gruppenklopfen meinst du jetzt? Ja, genau. Mhm. Ja, da haben wir ja die Essensthemen behandelt. Also warum oder Ursachen für emotionales Essen. Und also ich finde es auch super, in der Gruppe zu klopfen. Mhm. Also es hat also einfach auch funktioniert. So. Ja, auf jeden Fall. Ja, ja. Es ist genau. Gut und es hat auch nochmal eine andere Energie, finde ich, in der Gruppe zu klopfen. Also es macht auch Spaß. Also eine andere Energie, das ist ein guter Einwand. Also ich finde auch, dass dadurch, dass mehrere Leute zusammen daran arbeiten, hat es wirklich eine andere Energie. Es ist in der Einzelsitzung ist natürlich, da kann man individueller arbeiten. Aber wenn die Energie von der Gruppe dahinter steckt, dann arbeitet die ganze Gruppe ja an einer Sache. Und das hat nochmal, ich kann das gar nicht in Worte fassen, aber es hat eine andere Dynamik. Ja. Das ist ein bisschen so wie in einem Ritual oder so, ne? Also man sendet also zusammen ein stärkeres Signal aus. So fühlt sich das gerade für mich. Das kann gut sein, ja. Oder man fühlt sich vielleicht auch mehr man fühlt sich mehr verstanden auch. Vielleicht können wir einfach auf der Ebene auch gehen. Weil man sich erkannt fühlt halt in vielen Leuten. Man sieht das Problem, was man selber hat, in den anderen Leuten. Und ich habe häufig den Eindruck, es geht dann auch darum, dass man bei den anderen Leuten das schneller mit offenem Herzen sehen kann und sagen kann, ach man, ich verstehe das, dass das schwierig für dich ist, aber bitte mach dich doch nicht so schlecht. Mach dir doch bitte nicht so Selbstvorwürfe. Wir wissen doch alle, dass es ein Problem ist, woran wir arbeiten können. Aber das bedeutet ja nicht, dass du zu schlecht bist oder dass du es wieder nicht geschafft hast. Und dass man es bei den anderen eher sehen kann und dann bei sich selber anwenden kann. Ja, und auch der Umgang in der Gruppe, das ist ja ein sehr liebevoller Umgang, sehr wertschätzend und respektvoll. Und das tut einfach gut. Also das stärkt unheimlich und man hat ja auch da den Raum, von seinen Erfolgserlebnissen zu berichten oder auch wenn es mal nicht so gut geklappt hat, sich Tipps zu holen. Ja, das ist einfach wunderbar, in einer Gruppe voranzugehen zusammen. Ja, das denke ich ist sowieso der Schlüssel. Ich sehe ja emotionales Essen auch als Teil von einer Sucht, also in das große Feld der Sucht einzuordnen, wie auch die Zuckersucht. Und der Weg daraus ist halt nicht diese Verurteilung und Kampf gegen sich selber und mit großer Anstrengung dagegen anzugehen, sondern eher in die andere Richtung, also liebevoll in Verbindung mit anderen Menschen gesehen zu werden, in die Richtung zu gehen. Und die Arbeit machen wir in der Gruppe. Ja. Also, ja, du hast in der Begleitung auch oft so Sachen gesagt wie lass doch mal locker, entspann dich doch einfach, vertrau einfach. Wo ich dachte, boah, was schwingt da für eine Lebenshaltung durch? Und wow, so kann das Leben halt auch gehen. Und ich habe in den letzten anderthalb Jahren auch viel mehr erfahren, ja, dass das Leben wirklich so geht. Also, dass man sich tragen lassen kann irgendwie und dass nicht alles ein Kampf ist und ein Durchhalten. Ja, erzähl doch mal davon. Ich meine, mir ist das ja auch passiert und hat mein Leben ja total verändert, dadurch, dass ich dann plötzlich einfach gesagt habe, nee, ich mache jetzt einfach mal alles das, was mein Herz sagt. Also durch diesen ganzen Weg, ne? Also weil ich ja zuckerfrei geworden bin, das klarer sehen konnte und dann an mir gearbeitet. Und dann kam das Klopfen natürlich auch. Und ich habe ja viel Hypnose gemacht, Familienaufstellung. Also die Zuckerfreiheit hat mir quasi die Möglichkeit gegeben, zu sehen, an welchen Punkten es hakt, warum ich mich nicht so sein lasse, wie ich eigentlich sein möchte. Welche Ängste da stehen. Warum kann ich nicht das tun, was ich eigentlich will? Warum bin ich gezwungen dazu, bestimmte Dinge zu tun? Und da war natürlich eine Menge Angst und kulturelle Prägung und so. Und das habe ich alles aufgeräumt und dann habe ich mich an einem Punkt einfach entschieden, okay, ab jetzt gehe ich einfach mal nur den Weg, also bis auf Steuern machen. Und das war der Punkt eigentlich, wo ich dann meinen Job verlassen habe und mich selbstständig gemacht habe. Und seitdem mache ich eigentlich fast alles so. Also natürlich sind zwischendurch Dinge, wo dann Angst durchkommt und ich dann vielleicht doch mal wieder eine Angstentscheidung treffe. Ne? Aber im Großen und Ganzen werde ich immer besser da drin und habe immer mehr, je mehr ich das mache, umso mehr Vertrauen habe ich da drin in diesen Weg. Ja. Und je besser klappt es und je glücklicher werde ich. Und der Anfang war damals für mich halt der Zuckerentzug. Also erstmal zu sehen, okay, was ist hier eigentlich los?
Ja. Was machst du hier eigentlich die ganze Zeit? Ne? Und in deinem Weg ist es ja auch eigentlich ähnlich gelaufen. Und ich sehe das auch bei anderen Klienten, dass die, es ist ein Prozess, das macht man natürlich nicht in 3 Monaten. Ne? Hast ja gesagt, wir haben ja schon länger, wir sind ja schon länger, wir gehen den Weg schon länger gemeinsam. Aber erzähl mal, wie ist das, was ist bei dir so? Wo bist du ausgebrochen? Wie hast du gecheckt, dass der Unterschied ist von ich denke oder ich fühle? Ja, also bei mir war das so, ich habe schon, also auch schon in der Schule damals, also ich habe eigentlich immer schon gespürt, da muss doch irgendwie mehr sein im Leben. Das ist doch hier nicht alles. Also alles immer nur Aufgaben abzuarbeiten, meine Pflicht zu erfüllen. Das kann es doch nicht sein. Ich habe schon immer diesen Zweifel gespürt und auch öfter darüber gesprochen, aber ich wurde eigentlich nie darin bestärkt, ja, dass das Leben auch anders gehen kann, auf eine liebevolle Art und Weise, sondern nee, man muss halt die Sachen machen, es ist halt einfach so, so läuft der Hase und so weiter. Das Leben ist kein Ponyhof, also diese ganzen... Ah, ich kann mich erinnern, das Leben ist kein Ponyhof, ja. Also raus ins freundliche Leben und solche Sprüche einfach. Ich bin dann auch schon früh eigentlich auf Eckhart Tolle gestoßen oder habe auch von Eva Maria Zuhas gehört, die ja auch sehr auf diesem Weg der Freude unterwegs ist, so wie ich das empfinde. Und aber irgendwie war die Zeit da noch nicht reif. Also ich habe dann so ein bisschen von diesem liebevollen Leben einen kleinen Einblick bekommen und dann, das ist doch Quatsch, ich muss ja wieder zurück. Und dann bin ich halt wieder ins Hamsterrad rein und mit deinem Endlich-Zuckerfrei-Kurs, da hat die Veränderung wirklich begonnen. Also da scheine ich dann bereit gewesen zu sein und habe immer mehr durch das Klopfen dann erfahren können, ja, was sind denn eigentlich auch meine eigenen Hindernisse, was sind denn meine Glaubenssätze und was stecken da im Endeffekt ja auch für Traumata dahinter, dass ich halt nicht mich traue, in einen anderen Weg zu gehen. Ja. Aber das haben wir dann auch Stück für Stück bearbeitet. Und ich bin natürlich immer noch auf dem Weg. Also es ist ja nicht, dass es dann von heute auf morgen aufhört. Ja, wir sind, glaube ich, nie fertig. Ja, genau. Aber was ja nicht bedeutet, dass wir ein schlechtes Leben führen, ne? Nein, es geht mir so viel besser jetzt als noch vor 1,5 Jahren. Es ist ein himmelweiter Unterschied. Also das stimmt. Du bist mit den Worten zu mir gekommen. Ich glaube, ich bin depressiv oder ich bin. Ja, und du hast mir zum ersten Mal gesagt, nee, ich glaube nicht, dass du depressiv bist, sondern du bist verzweifelt oder traurig, ne? Ja, sowas. Und da war ich erstmal total, und da habe ich gemerkt, ja, okay, das ist die Wahrheit. Ich unterdrücke nicht, sondern ich bin einfach total verzweifelt. Ich weiß einfach nicht, wohin. Ich bin Lehrerin und bin in diesem Beruf nicht so richtig glücklich. Weil ich halt schon viel kritisch sehe an unserem Schulsystem und weil es, glaube ich, einfach nicht mal der richtige Platz für mich ist. Also mir ist es so wuselig und die ganze Bewertung und da habe ich ja auch schon was dran verändert, also dass ich Schulen gefunden habe, die besser zu mir passen und mache es jetzt aber eigentlich so wie du, also hauptsächlich das, was mir Freude macht, also wo ich halt so eine innere Stimme spüre, ja, das ist das Richtige, mach das mal. Und je mehr ich das mache, desto mehr Türen gehen auch irgendwie auf. Also es ergeben sich Möglichkeiten, die ich mir vorher gar nicht so vorstellen konnte. Also als ich zum Beispiel hatte ich irgendwann so diesen Gedanken, als ich dann auf dem Weg war, ich möchte eigentlich die Schule auf Dauer sein lassen, dann hatte ich einfach nur so einen Gedanken oder so eine Stimme, ja, oder mit Ilga arbeiten, das hatte ich dir ja auch erzählt. Und ich meine, jetzt ist es halt irgendwie so gekommen, dass ich im Hintergrund bei dir ein bisschen mithelfe. Ja. Das hätte ich ja mir, also das hätte mein Kopf sich ja niemals ausdenken können, dass das mal passiert, sondern das war einfach wie so eine Eingebung. Ja, und dann hat sich das einfach entwickelt, ohne Kampf, ohne Vorantreiben, ohne Abarbeiten, sondern es ist einfach so passiert. Ja, und es ist auf einem Weg passiert, der Spaß gemacht hat, der Freude gemacht hat. Ne? Man muss einfach den ersten Schritt gehen und es gucken, was dann sich entwickelt. So. Aber man kann sich den Weg nicht erdenken. Wer hätte gedacht, dass ich als Architektin plötzlich mit schwer traumatisierten Leuten arbeite und denen helfe, dieses Trauma aufzulösen, damit die keine Essstörung mehr haben, oder? Ich meine, das hätte ich mir doch nicht ausdenken können. Ich habe nur, als ich damals als Architektin an dem Rechner saß, gedacht, das ist es irgendwie nicht. Also ich kann das, das macht auch Spaß, aber es erfüllt mich nicht. Ich bin irgendwie an der falschen Stelle. Das war ja alles nicht schlecht. Also ich hatte keine schlechten Jobs oder so, ne? Das war einfach nur, ich war an der falschen Stelle und habe da irgendwie auch nicht so, also es ist, glaube ich, es sitzen einfach super viele Leute an Punkten, wo sie eigentlich sich nicht trauen, rauszugehen, aber nicht 100% richtig sind und da den Platz einerseits nicht zu 100% ausfüllen können und den Platz für andere Leute, die das vielleicht können, sogar besetzen. Also, und da, wo wollte ich denn jetzt eigentlich drauf hinaus?
Na, zumindest, jetzt habe ich den Faden verloren. Ja, macht nichts. Also, also es gehört ja auch zu diesem Punkt, also du hast dann auch irgendwann zu mir gesagt, wenn du dich nicht an der richtigen Stelle fühlst, das hat nichts mit deinem Wert zu tun. Das heißt nicht, dass du nicht richtig bist, sondern vielleicht bist du einfach nur an der falschen Stelle, fertig, und das ist alles. Ja. Um mir dann zu erlauben, ach stopp mal, ich darf auch gehen. Ich darf irgendwo hingehen, wo es mir besser geht, wo ich Freude habe, wo ich Freude bei der Arbeit habe. Bei der Arbeit darf Freude machen, oder ist es sogar, wahrscheinlich ist die Arbeit viel besser verrichtet, wenn man Freude dabei hat. Genau. Alles so Gedanken und Einstellungen, die irgendwie neu waren für mich. Ja, genau. Und dann, weil die Stelle, du hast nämlich nicht weitergedacht, weil die Stelle, wo der Schmerz kommt, ich fühle mich hier nicht ausgefüllt, da kommt das Essen ins Spiel. Ja, genau. Ja. Und dann denkst du nicht weiter. Und in dem Moment, als ich das Essen betrachtet habe und mir das in dem Moment halt dann quasi, naja, nicht zugestanden habe, ist falsch, aber mich damit beschäftigt habe und geguckt habe, okay, was ist denn eigentlich mein Bedürfnis, was dahinter steckt? Ja. Also das war halt ganz krass, als ich in dem Job an der Stelle mir verboten habe, Zucker zu essen. Hat das ja nicht funktioniert, weil der Schmerz so doll wurde, der mir aber nicht bewusst war, dass ich mir immer und immer und immer wieder Schokolade holen musste und Kuchen holen musste, weil ich es einfach nur bis nachmittags geschafft habe, dieses Gefühl zu verdrängen. Und ab nachmittags, ich bin ja sowieso, dass ich erst nachmittags und abends so richtig zu Hochtouren auflaufe, da war, glaube ich, mein Lebenswunsch so groß und ich habe mich dann so abgeschlossen gefühlt in diesem Job, dass ich dann den Schmerz nicht mehr aushalten konnte und dann das Essen brauchte, ne? Ja. Kuchen oder Süßigkeiten. Und deswegen ist es so mächtig, dann an der Stelle einzuhaken und zu gucken, was steckt denn eigentlich dahinter? Also ich weiß noch, der Moment, wo ich das erste Mal gedacht habe, es geht ja gar nicht ums Essen, wo ich das gemerkt habe, es geht gar nicht um das Essen. Mhm. Ich wusste da noch nicht genau, worum es eigentlich geht. Aber dann, wenn man das merkt, dann kann man sich auf den Weg machen. Und jedes Mal, wenn ich diesen emotionalen Essensdrang spüre, kann ich mich fragen, okay, was brauche ich denn eigentlich wirklich? Also, und vor allen Dingen war das dann wirklich, als ich durch zuckerfrei gemerkt, also meinen körperlichen Hunger kannte und meinen emotionalen Hunger kannte. Also, ja, wenn den Unterschied, ja. Ja, wenn man den Unterschied nicht spürt, dann ist es ja auch alles ziemlich diffus. Dann weiß man ja gar nicht, habe ich jetzt körperlich Hunger, emotional Hunger, dann esse ich halt einfach. Und seitdem ich das aber auch genau spüre, und konnte ich mich auf den Weg machen, zu gucken, okay, was brauche ich wirklich in diesem Augenblick, wo ich jetzt unbedingt emotional essen will? Ja. Ja, und dann kommt natürlich, ja, dann kommt oft Schmerz hoch, kommen Ängste hoch und so weiter. Unangenehm. Und dann kommt der Rückfall häufig, weil es nicht auszuhalten ist. Ja. Und das ist alles auf so einer Ebene, die so lange verdrängt wurde, dass wir sie schon gar nicht mehr wahrnehmen können. Ja. Ja, ich glaube, das ist auch der Hauptgrund, warum bei ganz vielen Leuten das mit dem Zuckerverzicht nicht funktioniert, weil es einfach zu schmerzhaft wird. Also es wird zu unangenehm, wenn das alles hochkommt. Ne? Ja. Oh, jetzt, ich wollte aber die Veränderung so. Ich war richtig bereit dafür, auf einen anderen Weg zu gehen, auf jeden Fall. Also bei mir war das anders und ich finde, das ist vielleicht noch ein Thema, was wir ansprechen sollten für viele Leute, die das jetzt hören, weil diese Veränderung kann wahnsinnig Angst machen. Ja. Also bei mir war es wirklich echt so, was ist, wenn ich mich laufen lasse, so wie ich wirklich will, wenn ich dem wirklich ins Auge schaue? Verdammt nochmal, ich glaube, ich werde alles kurz und klein hacken und dann sitze ich ganz alleine da und dann passiert wirklich das, wovor ich am meisten Angst habe, plötzlich allein zu sein. Mhm. Das ist mein Haupttrauma, also plötzlich verlassen zu sein, weil ich bin Brutkastenkind und das habe ich ewig in mir drin getragen und ich wusste das nicht, dass ich so ein Trauma in mir trage. Klar war mir das klar, dass das passiert ist, aber ich habe das nicht ernst genommen. Und deswegen hatte ich ganz große Angst, dass wenn ich mich wirklich so laufen lasse und mein Leben dann verändere, weil ich wusste, dass irgendwas anders sein muss in meinem Leben. Ich wusste nur nicht was. Und ich hatte Angst davor, dass ich das mit zu viel Wucht durchsetze und dann am Ende unglücklich bin. Ja. Und das ist ich glaube, das ist dieses große Ding, was einen zurückhalten kann. Dieses nicht zu glauben, dass wenn man wirklich dem Herzen folgt, dass das zum Glück führt. Dass das natürlich kurzfristig mal ins Chaos führen kann und auch mal echt einen großen Knall geben kann. Aber das ist dann das quasi, die Asche, aus dem dann der Vogel, der Phönix hervorfliegen kann. So, ne?
Also manchmal ist es wirklich so, dass es erstmal zu einem Knall kommen kann. Also zum Beispiel ein Streit in einer Partnerschaft oder eine Kündigung. Aber das ist gar nicht so bei allen. Ne? Bei manchen ist es nur eine kleine Entscheidung, einen Tag weniger arbeiten und einen Tag für sich und das Hobby bereit zu stellen. Ne? Einfach den Mut zu haben, okay, wenn ich weniger Geld verdiene dafür, aber mehr das Leben genießen kann, dann brauche ich vielleicht auch gar nicht so viel Geld. Ja. Ne? Also es brauchen die Leute, die hier zuhören, nicht denken, okay, ich muss jetzt meinen Job an den Nagel hängen und so weiter. Auf gar keinen Fall. Ne? Ja. Also, man weiß ja nicht, was hinter dem emotionalen Essen steckt. Also muss man halt, kann man individuell nachschauen und dann gucken, was wirklich dahinter liegt. Also ich habe bei mir auch festgestellt, ich hatte so Geschichten in meinem Leben und so Glaubenssätze, womit ich so identifiziert war, dass ich überhaupt nicht gemerkt habe, in was für einer Spur ich eigentlich laufe. Also weißt du, wie ich das meine? Mhm. Also, ja, zum Beispiel, dass Arbeit auch Freude machen darf. Das war für mich so eine, dass Arbeit keine Freude machen darf. So, das war für mich so eine absolute Wahrheit, dass ich überhaupt nicht anders denken konnte. Und das ist jetzt nochmal so eine Errungenschaft auch der letzten Monate und Wochen, dass halt Arbeit Spaß machen darf. Also ich musste aber erstmal diese Geschichte in mir identifizieren, um überhaupt eine andere Realität quasi zulassen ja. zu können. Ja. Ja, genau. Und das ist eigentlich die Arbeit mit diesen inneren Traumata. Ja. Also mit den Dingen, weil das sind häufig Erlebnisse in der Kindheit, die so schmerzhaft waren, dass wir damit nicht klargekommen sind, dass wir die irgendwie ganz weit weggeschlossen haben. Und wir haben die so weit weggeschlossen, dass wir gar keinen Zugang mehr dazu haben. Das ist dann das Trauma quasi. Die Entscheidung, was du aus der traumatischen Erfahrung machst. Ja. Schließt du es weg, wird zum Trauma. Erlebst du es zu Ende, fühlst du es zu Ende, ist es gut verarbeitet, dann macht es nichts. Aber die meisten, denen passiert irgendwas, wo man überfordert ist als Kind. Und da entscheidet man sich halt dazu, okay, ich muss es so weit wegpacken, dass ich damit nichts mehr zu tun habe. Aber dann fehlt halt auch ein großer Teil in uns. Mit dem Trauma geht immer auch ein positiver Aspekt, also wenn wir das so bewerten wollen. Ne? Also es geht ganz häufig schon früh dieses kindliche Verspieltheit, dieses Freiheitsgefühl oder diese Unbekümmertheit und Unbekümmertheit, genau, was viele halt auch als Naivität durchaus beschreiben wollen, ne? Was ich schwierig finde, aber dieses Vertrauen ins Leben, ne? Ja. Das Urvertrauen, solche Sachen gehen ganz schnell flöten, wenn man plötzlich entscheidet, oh, ich bin wohl doch nicht gut genug. Das habe ich wohl nicht richtig gemacht und deswegen bin ich wohl ein schlechterer Mensch als alle. Zack, ja. Trauma weggeschlossen, damit ist, viele beschreiben es auch, da endete meine Kindheit. Ja. An der Stelle. Und viele wissen es gar nicht, dass da irgendwas passiert ist. Oder sie haben noch so Erinnerungen an diese Erlebnisse und das ist dann eine Partygeschichte. Ach, damit habe ich mich total aufgedreht. Das ist ja so eine kleine Sache, aber ich habe so ein Riesending daraus gemacht. War ja voll albern, ne? Ah ja, ich war ja noch ein kleines Kind. Und so wird ein Trauma halt irgendwie immer weiter weggedrängt, ne? Und ja. Hält dich dann davon ab, wirklich der Mensch zu werden, der du bist. Ja. Oder das zu leben, ja. Was du bist, ne? Ja, meine Erfahrung ist auch, wenn wirklich größere Veränderungen im Leben anstehen, manchmal ist der Schritt auch wirklich erstmal ins Ungewisse oder ja vielleicht auch ins Nichts. Also das habe ich beruflich zum Beispiel erlebt, von irgendwo zu gehen, ohne zu wissen, wie es weitergeht. Ja, aber ich kann dir sagen, es ist immer besser geworden. Ja, genau. Ich habe kein einziges Mal bereut. Es ist immer besser geworden. Einfach Raum zu geben für das Neue, was kommen will, für das Bessere, ja. Ja, das ist schön, dass du das sagst. Es ist ganz häufig wirklich wie ein Schritt, als ob man am Abhängen steht und einen Schritt in die Luft macht. Und in dem Moment, wo du auftrittst, ist was da, wo du drauf kommst. Ja. Aber bis du drauf kommst, hast du verdammt Angst. Ja. Weil man könnte ja auch runterfallen, ne? Und manchmal ist es halt nötig, einfach zu springen. Aber das geht nicht vom Kopf her. Nee, das waren Entscheidungen, die ich gefühlt habe. Genau. Da hat mir jemand gesagt, irgendwann fühlst du deine Entscheidung und so war es. Genau so war es. Ich habe gefühlt, okay, jetzt steht die Veränderung. Ich gehe jetzt erstmal weg zum Beispiel. Genau. Und das zu erkennen, das ist ganz häufig durch ein Suchtmittel verstopft quasi. Mhm. Da kommst du nicht dran, weil du ein anderes, eine Substanz oder eine Aktion, eine Handlung, die dir irgendwie kurzes Vergnügen verschafft, dich davon wegbringt, das zu fühlen. Deswegen ist mir die Arbeit halt so super wichtig, ne? Dass ja. Das wieder den Leuten irgendwie
dass wir das wieder fühlen können, weil ich, meine Vision ist, dass die Welt einfach eine viel bessere ist, wenn immer mehr Leute das fühlen können und wirklich das ausfüllen können. Also ich sehe es wirklich sehr spirituell. Ich sehe es so, dass wir hier hinkommen und eine Aufgabe haben oder einen Platz haben, den wir ausfüllen sollen. Und dass wir, solange wir dieses das nicht fühlen können, was das ist, dass wir das nicht ausfüllen können. Und dann verbringen wir unser Leben häufig in einer Warteposition. Ne? Und ja, dann ist ja kein Wunder, wenn wir unzufrieden sind und diesen Schmerz betäuben müssen, dass wir eigentlich nicht das machen, was wir wirklich machen wollen. Genau. Ja. Genau. Ja, und deswegen klopfen wir, ne? Ja, auf jeden Fall. Genau, ja, danke, Juliane. Haben wir noch, willst du noch, ich meine, es ist jetzt ziemlich weit gegangen, das Gespräch, ne? Ja, das stimmt. Willst du noch was sagen dazu? Bitte? Direkt in die Vollen rein. Direkt in die Vollen gehen. Ja, aber darum geht es ja eigentlich. Ne? Lass uns einen Smalltalk machen. Genau, da merkt man halt, es geht halt nicht um das Essen, sondern es geht um viel mehr, was dahinter steckt. Aber wie du auch gesagt hast, können auch Kleinigkeiten sein, wie ein bisschen weniger arbeiten, weil es eigentlich die Arbeit ist, die mir gut tut oder die ich machen will. Aber ich brauche trotzdem ein bisschen mehr Erholung, weil Erholung ja auch dazu gehört. Nicht nur immer arbeiten, arbeiten. Ah ja, da machst du noch ein Fass auf. Ja, ne? Ja, genau. Das ist auch eine Sache, die ich echt hardcore lernen musste und auch immer noch dabei bin. Aber vielleicht ist das vielleicht noch ein ganz gutes Thema. Haben wir ja schon mal drüber gesprochen, dass es ist ein Prozess und wir beide haben auch immer noch was zu tun. Ne? Also ich persönlich bin noch nicht 100% vom emotionalen Essen los. Ich habe da, ich habe aber meinen Frieden damit geschlossen, dass das mein Zeichen ist, das mir zeigt, wenn ich was übersehe, wenn ich wieder rausgegangen bin aus mir und den Bezug zu mir verloren habe und nicht genau fühle, was jetzt eigentlich los ist. Also dann fängt bei mir das emotionale Essen wieder an. Das ist natürlich nicht so, dass ich jetzt 3 Tafeln Schokolade esse, sondern bei mir zeigt sich das, dass ich mein gesundes Essen zu viel esse. Also dass ich einfach dann 2 volle Teller esse und merke, oh, ich habe mich jetzt überessen. Das ist auf einem ganz anderen Maß. Das ist natürlich ohne schlechtes Gewissen und so. Ne? Aber wenn das über einen längeren Zeitraum passiert, dann merke ich, okay, hoppla, die Ampel ist gerade auf Rot. Guck doch mal genau nach, was eigentlich los ist. Ja. Das ist mein Zeichen so. Ich merke zum Beispiel auch, dass ich Essen ab und zu gerne noch nutze, um mich so ein bisschen runterzufahren oder wieder in mir zu erden, zu beruhigen. Also ja. Das habe ich häufig. Also das habe ich schon häufig. Ja, aber es ist so ein Unterschied, ob man das bewusst mitkriegt oder nicht. Und ich merke auch, dass ich noch so ein paar Glaubenssätze habe. Also wie zum Beispiel immer noch irgendwo hier so eine Angst, ach, du könntest ja doch zunehmen zum Beispiel. Also ja, könnte ich einfach mal klopfen, ne? Ja, das habe ich auch lange mit mir rumgetragen. Ja. Auch das Vertrauen in Fett, dass ich das essen kann, ohne dick zu werden und so. Da waren noch ganz viel. Das sind häufig einfach gelernte Glaubenssätze. Ja. Ja, das ist jetzt aber auch nichts, was mein Leben total beeinschränkt. Oder ja. Also ich esse trotzdem mit Genuss, ich esse mich satt und esse auch ab und zu Süßkram oder so. Also alles ist gut. Aber ich merke halt, dass da noch so ein Ding ist, was ein bisschen wirkt. Ja. Ja. Ja, super. Ich glaube, es ist ganz rund, ne? Ja. Ja, also. Super. Danke, Juliane, dass du von deinen Erfahrungen erzählt hast. War ein schönes Gespräch. Und, ja, sehr gerne. Juliane könnt ihr übrigens kennenlernen, wenn ihr in das Endlich Frei Essen Programm kommt, was demnächst starten wird, weil wir da gemeinsam arbeiten. Genau. ja, bis bald, Juliane. Mach's gut. Ja, bis bald, Ira. Ciao. Ciao. So, und bevor ich diesen Podcast ganz beende, möchte ich dich noch darauf hinweisen, dass am Montagabend, am 14. Juni, ein Webinar stattfinden wird zu dem Thema 7 Esszwänge, die es dir unmöglich machen, Nein zum Essen zu sagen und wie du sie liebevoll auflösen kannst. In diesem Webinar lernst du, was wirklich hinter Suchtverhalten und emotionalem Essen steckt und an welche Stelle du gucken musst. Die meisten, die hier zuhören, haben wahrscheinlich einen langen Weg von Diäten und Ernährungsregeln hinter sich. Aber das ist meiner Meinung nach die ganz falsche Stelle, an der wir suchen. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es einen anderen Punkt gibt, wo wir hinschauen sollten, um die Lösung zu finden. Und genau das erkläre ich euch im Webinar. Wenn ihr euch anmeldet, könnt ihr euch einen Arbeitsbogen runterladen, den ihr dann im Webinar nutzen könnt, damit ihr euch die entscheidenden Notizen machen könnt. Und nach dem Webinar könnt ihr dann das mit der Methode eurer Wahl lösen. Ihr wisst dann halt genau, an welchem Punkt ihr ansetzen solltet, um die Essprobleme zu lösen.
Und mein Angebot an euch ist dann mein Programm. Und damit kommen wir jetzt zum zweiten Punkt, den ich noch ansprechen möchte, mein Programm. Das Endlich Freie Essen-Programm startet am 20. Juni. Die Anmeldung öffnet direkt nach dem Webinar. Das passiert nur zweimal im Jahr. Also ich mache es nur zweimal im Jahr auf. Und auf der Warteliste sind schon ziemlich viele Leute. Und ich kann nicht unendlich viele aufnehmen. Das heißt, wenn du dabei sein möchtest, dann warte besser nicht zu lange mit der Anmeldung. So, das war's jetzt aber wirklich. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag, schön, dass du dabei warst und bis zum nächsten Mal. Oder bis Montag im Webinar, da siehst du mich und ich kann deine Chatnachrichten lesen. Oder ab Sonntag im Programm und da sprechen wir uns dann persönlich. Mach's gut, bis dann, ciao.